So, YouTube, willkommen zurück. Wir bauen an unserem kleinen Raum weiter. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach unsere Standardsachen weiter. Nicht? Man entwickelt einfach immer so eine Routine in diesen Spielen. Es war bei Two Point Campus auch so, dass man dann irgendwann Sachen quasi blind gesetzt hat. Man nimmt immer das Gleiche an den gleichen Stellen. Irgendwann hat man auch die Raumgrößen. Das Arztzertifikat darf nicht fehlen. Teppich darf nicht fehlen, nicht? Zumindest immer eins von jedem irgendwie drin haben. Blümchen, ein paar Sonnenblumen können wir auch nochmal reinwerfen. Ja. Licht brauchen wir unbedingt. Zack. Zack, zack. Lautsprecher passen in den kleinen Raum, glaube ich, nicht rein. Ah, doch, da hinten vielleicht. Dann kommen da Lautsprecher rein. Teppich und Co. hatten wir, Blumen hatten wir, Fenster können wir noch, na gut, hier kommt ja ein anderer Raum hin, Fenster kann der nicht haben, außer ich pack das nach da, dann können wir nach hier ein Fenster reinmachen, sehr gut. Und ein Holoarzt. So, Holoarzt im Mitte. Und dann dürften sich die Wartezeiten in den einzelnen Erkrankungsräumen deutlich verbessern. Also Laser und Hautlabor haben wir. Das Traumarium brauchen wir noch. Eins. Wir müssen schon wieder Kanister bearbeiten. Okay. Das heißt, ein Traumarium. Das braucht 3x3. Ja, ist doch perfekt für hier unten. Dann machen wir... Ah, das geht nicht. Okay. Oh, das ist sehr eng geplant hier. Dann machen wir auch einen Holoarzt rein. Vielleicht können wir so ein bisschen mehr Geld sparen. Gut, wir haben 160.000. Ich glaube, wir müssen wenig sparen. Fenster kriege ich hier nicht rein. Aber man merkt schon, nicht, ist sehr viel los, sehr viel Geräusche. Was ist denn das hier? Traumarium? Trennwandsäule. Okay. Ein paar Poster können wir aber noch reinhauen. Die Arztlizenz, immer wichtig. Sonst vertraut man ja seinem Arzt auch nicht. Poster. Kriegen wir einen Teppich rein? Einen kleinen vielleicht hier. Ja, und ein paar Pflanzen wäre noch wichtig. So, da in die Ecke vielleicht die eine. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Fenster können wir nicht reinhauen. Ein Schrank wäre noch ganz wichtig. Komm, einen kleinen Schrank irgendwo hinten. Hier. Wunderbar. Sehr gut. Und dann haben wir auch dort, glaube ich, eine bessere Behandlungsqualität. Oh, Laserchirurgie war 9. Okay, jetzt haben wir hier aber 3 Metallschädel, ja. 3 Dinger. Toilettenkapseln passen noch. Da und da. Ich würde noch ein paar Sitzbänke. Ja, hier fehlen nämlich Sitzbänke bauen. Hier passt immer nur eine hin. Da würden wir einen Weg blockieren. Okay. Ah, ach nee, da werden die Beine blockiert von denen. Machen wir es so. Ein Mülleimer wäre noch wichtig vielleicht. Essen und Trinken haben wir hier. Das sollte passen. Ja, Schränke sind hier, glaube ich, egal draußen auf dem Gang. Lichter haben wir gar nicht. Ich glaube, Licht könnte noch wichtig sein. Da werden wir noch mal ein paar aufhängen, wo es geht. Ich glaube, das hat keine Auswirkung, nicht? Sieht zumindest nicht danach aus. Ach, sowas hier hat, glaube ich, keine Auswirkung. Wir stellen hier aber noch einen Sinn, dann haben sie was zu gucken. Lautsprecher haben wir da. Lautsprecher haben wir dort.
Ein paar Pflanzen. Vor den Bänken geht. Aber hier hätten wir dann eine Blockade. Geht also nicht. Vor dem Ding können wir noch Pflanzen hinstellen. Supi. Okay. Und, achso, vielleicht so ein Schild. Da, für kuriose Sachen. Dann sind die anderen zufrieden. Und vielleicht, was ist denn das hier? Ich weiß nicht, was das ist. Wir stellen es einfach hin. So. Dann sind hoffentlich alle zufrieden. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber irgendwie haben mich die Spiele nie bekommen. Also ich muss sagen, Two Point Campus hat mich, also ich fand auch, also warum nicht mit einem realistischen Setting, nicht? Bei Two Point Hospital, das habe ich mal bei Hirnsturz gesehen, aber es war nichts für mich. Ja, habe ich gesagt, ach komm. War schön zuzusehen, aber mir war das alles zu quirlig, so. Haha, die Krankheit, weiß ich nicht, heißt nicht Schnupfen, sondern Schnupfini. Ja, okay, und der platzt der Kopf, wenn sie niesen, deswegen muss der Kopf wieder zusammengedrückt werden oder irgendwie sowas und dann gibt's eine Pressmaschine dafür. Ja, habe ich nie Zugang zu gehabt. Bei Two Point Campus war das eher realistischer, das hat mir sehr gut gefallen. Klar war auch alles so ein bisschen spielerischer, zum Beispiel gab es dann lustigere Kurse, aber es war nicht ganz so abgespaced. Hat mir sehr gut gefallen und der Schwierigkeitsgrad war auch nett. Hier ist aktuell keine Schwierigkeit drin, aber wir sind im zweiten Tutorial-Level. Von daher, so bis zum dritten will ich mal gucken. Aber ja, diese Pseudo-Witzigkeit brauche ich da drin eigentlich nicht. Aber ich glaube, für junges Publikum ist es genau das Richtige. Du, wir kriegen es kostenlos, dann nehme ich's. So, Shuttle weg. Grazia. Wo ist sie? Festikose. Grazia Festikose. Das klingt nicht gut. Ach, das ist sie. Ein Aua. Ein Weltraumwal, der zerfressen wird. Au. Das sieht nicht gut aus. Achso, das passiert automatisch, nicht? Das Shuttle fährt dahin, nimmt Proben, kommt zurück. Dann müssen wir wieder die Container behandeln. Machen wir doch. Shuttle kehrt zurück. Zum Glück muss man das nicht machen. Okay, wir kriegen wieder für irgendwas Geld, weil wir irgendwas geschafft haben. Einfluss und Co. Ah, wir hatten schon das Heilmittel für sie. Das ist gut. Und Belohnung für Klinikwertung. Wir haben eine gute Klinikwertung. Wenn du ein Level abgeschlossen hast, kannst du besondere Belohnung für das Erreichen der Klinikwertung von 3, 4 oder 5 Sternen freischalten. Okay. Aktuell komme ich nur auf 3 Sterne. Ich glaube, da fehlen mir noch ein paar Erfahrungswerte. Irgendwie sieht auch alles so klobig aus. Ja, ja, das ist halt so massives 3D irgendwie, nicht? Okay, wir haben es anscheinend geschafft. Ich glaube, das mit den begrenzten Flächen finde ich sogar ganz gut, weil das dich dazu... das ist ja genau das, was es ausmacht. Du musst genau haushalten mit dem, was du baust. Und musst es optimieren. Das finde ich eigentlich ganz gut, aber es ist hier viel zu einfach, trotzdem durchzukommen. Ich spiele auf Mittel, es gibt noch leicht. Und es gibt schwer. Also wahrscheinlich müsste ich auch schwer spielen. Und dass man hier die Zwischensequenzen in der Story halt nicht skippen kann, ist auch ein bisschen schade. Einerseits verstehe ich es, aber dadurch, dass es halt da man nicht immer alles mitkriegen kann, weil man es einfach nicht lesen kann so schnell und nicht überall pausieren kann, macht es halt auch wenig Sinn, dann den Rest zu verstehen. Und dann nerven die Zwischensequenzen halt.
So, damit haben wir Level 2 aber geschafft. Dann gehen wir mal weiter. Kapitel 2. Burning Man haben wir abgeschlossen. Wir haben noch das Bonus-Level, Babylon Ausflug. Den würde ich mal weglassen. Wir gehen in Transport-Tycoon rein. Kapitel 3. Das klingt doch nach was für mich. Aber bevor wir da reingehen, gehen wir hier nochmal in den galaktischen Markt. Können wir irgendwas kaufen? Glamrock können wir kaufen für 100. Und Statue vom Klemmbanzig. Erinnerung an Mark Dodson. 1960 bis 2024. Okay. Sagt mir jetzt persönlich nichts. Aquarium. Also wir sammeln mal auf den Arzt, nicht? Ich glaube, der ist ziemlich gut. Damit gehen wir in Level 3. Wir sind unterwegs zu einem Bahnhof des galaktischen Verkehrsnexus. Dieser wurde von den erfinderischen Tenki errichtet und bildet das Fundament der Überlichtgeschwindigkeitreisen durch das Substratum. Wir werden an einem Nebenbahnhöfe eine Klinik errichten. Sicher sind sie genauso begeistert wie ich von der Aussicht auf all die wundervollen Lokomotiven, die vorbeirasen, anhalten, ihr sorgsam verstaute Fracht entladen. Ach, wie herrlich ist doch die Logistik. Es wird doch wohl auch Patienten geben und wir sollen uns auf diverse hochinteressante Züge vorbereiten. Insbesondere auf einen wunderbaren alten Schlafzug, der einige Jahre im Substratraum verschollen war. Okay, diesmal haben wir eine langgezogene Klinik. Und ich würde sagen, rein da. Und Prost. Eine beliebige Taste drücken. Du, 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 du. Okay, Kappa wird uns diesmal unterstützen. Leitender Zugführer von Station 12 PRM. Viel Glück. Okay. Es kommt also irgendwann ein Zug und wir müssen vorbereitet sein. Okay. Nein. Ich möchte die Klinik noch nicht eröffnen. Das bedeutet, aktuell besteht die Klinik nur aus diesen beiden Bereichen hier. Links und rechts. Oh, die sind aber schmal. Und wir müssen alles einmal bauen, nicht? Ich weiß halt nicht, was es gibt. Wir könnten das auch kaufen. Irgendwann. Wie? Nee, kann ich nicht kaufen aktuell. Nee, okay. Das heißt, man darf da nicht erst kaufen. Und guck mal, Larry Vane als Arzt. Ich habe nämlich den Twitch-Modus drin. Das heißt, ihr könnt als Arzt, als Sub reinkommen oder als Patient, wenn ihr Follower seid. Das ist zum Beispiel eine coole Sache. Ist klein, aber wichtig, finde ich. Auch hier, warum sollte man überhaupt das kleine Ding bauen, wenn das große nur 1000 kostet, nicht? Ja, vielleicht gibt es irgendein Level, wo der 500er wirklich wichtig ist. Okay. Wir wollen natürlich auch einen sauberen Bahnhof. Deswegen bauen wir hier erstmal bei den Eingängen Mülleimer hin. Und die Leute wollen essen und trinken. Dann würde ich hier einmal so. Einmal so. Oh,
Nicht? Dann sind wir da erstmal abgedeckt. So, Toiletten würde ich jetzt erstmal in die Ecken setzen, bis wir das irgendwie anders planen müssen. Und vielleicht hier neben den leckeren Automaten auch noch eine Toilette. Da geht man doch gerne essen, wenn daneben gerade jemand in seinem Klohäuschen ist. Okay. Dann brauchen wir erstmal einen Diagnoseraum. Wie, da können wir nicht ranbauen? Okay, das ist also ein gezwungener Weg. Okay, das ist 3. Okay, Diagnoseraum. Wir machen wieder unseren Dings da rein. Abstandshalter und natürlich so eine schöne Schutzmauer. Wir nehmen mal die kleine. Licht. Licht brauchen wir auch. Und in die Richtung kommt auch noch ein Fenster rein. Das mache ich mal gleich, sonst vergesse ich es nämlich. Damit man auch schön sieht, wer gerade behandelt wird. Und die mögen ja auch kuriose Sachen, deswegen kriegen die so ein schönes Set. Und ich finde die Sonnenblumen aber echt gelungen. Deswegen baue ich die sehr gerne. Und dann setzen wir die auch rein. Auch die roten Blumen finde ich gar nicht so unschön. Deswegen kommen die da in die Ecke. Und wir haben ja neue Poster. Oh. Dann bauen wir die doch mal. Aber das Arztzertifikat, nicht? Das muss sein. Das ist obligatorisch, wie man so schön sagt. Neuen Teppich haben wir auch. Kriegen wir hier aber nicht rein. Man kann sich übrigens auch so viel Mühe machen. Und zum Beispiel die... Ja, das UI funktioniert nur bedingt. Die Teppichfarben auch ändern und so. Aber anscheinend übernimmt er das nicht. Ja, irgendwie flaky. Dynamisch ändern. Ah, hier mit Tabulator kann ich die Muster durchschalten. Aber die Farbe irgendwie... Das ist irgendwie immer lila. Ich weiß nicht, ob ich anklicken muss. Ah, okay. Okay. Das ist aber komisch gemacht. Dynamisch ist immer so. Das heißt, ich kann nicht vorher die Farbe festlegen. Ah, das sind halt diese Kleinigkeiten, die ich meine. Die dann so... Man kann bestimmt auch die Wandfarben und sowas ändern. Ah, vielleicht da unten. Ah, da... Oh, das aber auch. Da oben gibt's Farbe und da unten ist Farbe ändern. Okay. Erstmal den Diagnoseraum bauen. Dann wissen wir ja noch nicht, wer kommt. Wir brauchen aber auf jeden Fall einen Personalraum. Den würde ich hier gleich mal vorsehen. Ja, ich wollte schon sagen, wenn das gegangen wäre, hätte ich mich gewundert. Ich habe noch nie verstanden, warum bei solchen Sachen nicht das gute alte Farbrad zum Einsatz kommt, was bei Sims 3 am besten war. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Sachen, die schon mal erfunden wurden und funktioniert haben, dann immer durch... Also auch nicht nur einer, nicht? Also so eine komischen Sachen werden dann ja von 20 Leuten gleichzeitig übernommen. Ich glaube, weil das in den Engines dann einfach so implementiert ist und dann nehmen die Leute das einfach und die denken gar nicht drüber nach, dass man es anders machen sollte. Ich glaube, da kommen wir es eher so her. Das ist halt ein großes, großes Problem. Hier kann ich keine Trennwand reinbauen, nicht?
Achso, die brauchen auch noch ihren Sitz irgendwo. Nee. Nein, nein, nein. Hier, das hier brauchen die. Kommt hier mal in die Ecke und die brauchen mindestens einen Sessel. Kann ich noch einen zweiten reinkriegen? Nee. Ja, da muss ein Sessel reichen. Locker hatten wir drin. Licht brauchen die. Haben wir auch. Poster können wir ihnen noch reinhängen. Und vielleicht hier ein schönes Bild. Und den neuen Teppich. Den kriegen sie aber. Hat der eigentlich auch verschiedene Farben? Okay, da kann ich nur irgendwie den Untergrund theoretisch ändern. Hier ein paar Wandpflanzen. Hier so ein schönes B kriegen sie noch. Fenster hatten sie schon. Kriegen sie noch ein zweites Fenster? Wow. Okay, wir brauchen einen Arzt. Und dann gucken wir mal. Welcher Arzt lohnt sich denn am meisten? Verursacht Schaden an Behandlungsräumen. Finde ich nicht gut. Weniger Einfluss finde ich okay und kürzere Behandlungszeit. Ich wäre aber Diagnostiker Level 2. Nee, aber ich glaube, ich lasse lieber die hier ausbilden. Mit der kürzeren Zeit. Oh, ich habe die falsch zugeordnet. Ich habe sie dem Pausenraum zugeordnet. Ja, okay. Automatisch auf Diagnoseraum 1. So, jetzt können wir die Klinik öffnen, würde ich sagen. Eröffnen! Bei manchen Spielen hängt das sogar damit zusammen, dass sie andere Farmen extra teuer verkaufen wollen. Ja, wie bei... Boah, mit den Zügen. Die sind viel zu laut. Wie bei... Skull and Bones. Audio. Lautstärke der Umgebungsdialoge? Nee. UI-Lautstärke? Ich weiß gar nicht, in welcher Lautstärke die Züge reinziehen, nicht? Jetzt könnte ich auch die Zone kaufen, okay. 40.000. 38.000. Die ersten Patienten sind da. Wahrscheinlich, die haben sogar was Neues. Däumchen drehen. Reparieren Objekte, wenn sie nichts zu tun haben und unzufrieden sind. Tanky, okay. Verbessere diesen Wert, um deine Räume instand hältst. Mehr Medibots sind dabei hilfreich. Gepflegte Räume mögen sie. Räume mit Upgrades. Okay. Die Upgrades muss ich erforschen. Oh, es gibt keine Sitzplätze, ne? Wo können wir denn hier Sitzbänke hinpflanzen noch? Ich glaube, ich muss die Ecke hier hinten für Sitzplätze opfern. In irgendeiner Weise. Also ist blöd. Machen wir es so. Toilette haben sie hier gehabt. Essen fehlt hier vielleicht. Dann machen wir hier noch so einen Automaten hin. Mit dem Licht weiß ich auch nicht, ob das wichtig ist. Aber Pflanzen sind immer wichtig. Zum Beispiel bei Diablo 4 gibt es jetzt Flügel, aber nur in Gelb. Ja, nu, kommt sicher demnächst ein Pack mit Rot und Blau raus, ja. Vor allem, man weiß doch auch, dass der Designer da wirklich nur einen Klick machen muss. Also, weiß jetzt nicht, warum man nicht gleich einfach alle Farben anbietet. Und klar, wahrscheinlich wird es einfach genug geben, die es deswegen erst dann kaufen. Und deswegen macht man es so, aber ja.
Das Einzige, was man halt machen kann, um das zu verhindern, ist es nicht kaufen. Weil das muss die breite Masse nicht kaufen. Sobald nur einer kauft, nicht wahr, ist es halt für alle. Oh, da die Medibots, warte mal. Ich glaube, wir brauchen neue Medibots. Okay. Nehmen den Anruf an. Okay, wir brauchen eine Zentrifuge. Roboter automatischer Agitator. Trennt die Symptome der Patienten durch Zentrifugalkräfte. Oder Zentripetalkräfte. Okay, weiß er also nicht. Zentrifuge. Der Raum muss 4x4 groß sein. Das kriegen wir hier schon zum Beispiel nicht mehr hin. Dann würde ich sagen, bauen wir den auf die Seite hier. Dann machen wir hier die Behandlungsräume. Ach du Scheiße. Okay. Warte. Dann machen wir wenigstens so. Obwohl, dann können wir wieder keine Sitzbänke hinbauen. Machen wir es so. Können wir wenigstens irgendwas. Okay, die Tür kommt einfach da rein. Oh, da können wir nicht viel reinstellen. Das Ding. Ein bisschen Licht vielleicht. So, ein Poster kriegen wir auf jeden Fall auch noch ran. Der Arztbrief, ganz wichtig. Teppich wird schwer. Vielleicht so ein ganz kleiner. Jawohl, kleinen Teppich kriegen wir rein. Und ein paar Pflanzen kriegen wir auch sicher irgendwo unter. Bisschen eng, ja. Aber ich muss in dem Level halt auch wirklich aufpassen. Oh, wir haben auch neue Pflanzen. Nicht wie die Größe von den Räumen ist. Die anderen sind teilweise größer. Wir haben jetzt noch nicht so viel Platz. Das heißt, wir müssen mit dem, was wir haben, erstmal Geld machen. Da brauchen wir einen neuen Arzt. Den Facharzt könnten wir anfordern. Würde ich noch nicht machen. Ich dachte, den muss ich freischalten. Okay. Was ist denn das für ein Raum? Hier, Zentrifuge. Halbe Heureka-Wahrscheinlichkeit. Das ist okay. Reduzierter Energiebedarf. Klingt vernünftig. Stellen wir ein. Cyber Micha 16. So. Rein damit, ihr Arzt. Was haben wir denn noch für Erkrankungen? Okay, wir haben ziemlich viel, aber ich glaube, das ist allgemein, was wir behandelt haben. Nicht in dem Level, oder? Wir haben doch jetzt nicht neu mit Toxinsucht. Wir haben noch nur 4 Leute oder so, die hier rumstehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ja, wie können 9 eine Toxinsucht haben? Knickschwanz. Okay. Weltraumwarzen haben wir, Knickschwanz, zertrümmerter Arm. Zertrümmerter Arm. Wie wird der denn geheilt? Aber doch, 8 Patienten in der Klinik? Okay, vielleicht schon die zukünftig kommen.
Da fehlt mir immer so die Übersicht in diesem Spiel, nicht? Wo welche Sachen jetzt für was sind? Eventuell würden neun kommen, wenn du eine Behandlung anbieten würdest. Nee, das steht ja in der Klinik. Das verwundert mich, ne? Hier steht Patienten in der Klinik unten. Wahrscheinlich schon in den nächsten Zug, der in 2 Minuten 19 kommt, drin sind. Aber ich würde halt viel lieber gerne wissen. Ah, okay, Linsen heißt das hier. Damit kann man die Übersicht sich einblenden lassen, verstehe. Das ist das Ding. Welche Krankheiten für was sind? Da kann ich das kaufen. Fortsetzen. Das ist auch nicht das, was ich wollte. Ich will wissen, welche Krankheit mit welchem Raum geheilt werden kann. Ich habe nicht genug Geld, um alle Räume zu bauen. Und ich habe auch nicht genug Zeit für diese Folge. Deswegen machen wir das in der nächsten.